So, dritte Liga Lesotho. Wir sind hier bei Lilala FC in Malealea. Und der Schiedsrichter ist noch nicht da, obwohl es demnächst losgeht. Das heißt, wir machen heute mal die Platzkommission und nehmen mal den Platz ab. Gucken mal, ob der soweit bespielbar ist. Also da hätten wir zum Beispiel hier das satte Braun. So ein paar Steinchen. Ja, aber das muss ja sein, ne? So, was ich ganz gut finde, sind die Torlinien. Die sind nämlich nicht aus Kalk, die sind einfach nur aus hellem Sand. So, dann checken wir mal das Tor. Das hält definitiv. Das ist bombensicher. So. Was mir aber gut gefällt, ist der Elfmeterpunkt. Der ist nämlich hier. So, ob das jetzt wirklich Elfmeter sind? Da kommt übrigens die richtige Platzkommission und macht unseren Job. Die glauben wohl nicht so ganz dran, dass wir hier seriös auftreten. Gucken wir uns nochmal den Eckbereich an, weil da sind wir richtig grün. Schaut euch mal hier den Boden an, wie eben der ist. Der Ball, der rollt hier quasi richtig durch. So, und hier wird anscheinend nicht so häufig. Hier wird anscheinend nicht so häufig gespielt. Denn hier ist jetzt wirklich ein sattes Grün. Natürlich auch wieder ebenerdig. Rasenmäher wäre mal ganz gut, aber ja, so Gaston Stanley wird sagen, hier kannst du spielen. Hier kann das gleich losgehen. Jetzt muss nur noch die Gästemannschaft von Demon City kommen. Weiß nicht, also wenn die nicht auftauchen, ist natürlich schlecht. Ne? Dann kannst du hier so viel prüfen, wie du willst und die Daumen hochheben. Aber Gäste wären noch ganz gut. Sonst kann das hier nicht losgehen. Aber ich bin da optimistisch, weil der Platz ist eine 1. Dritte Liga Lesotho, so muss der Platz aussehen, überall auf der Welt. Dann kann der Ball gleich richtig rollen.